Heute gibt es eine kleine Verlosung. Und es ist eigentlich nicht eine kleine Verlosung, sondern eine große Verlosung. Ihr seht, was wir hier alles zu verlosen haben. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal zu der Verlosung. Ja, unser 1000 Abonnenten-Spezial. Inzwischen haben wir die 1200 fast erreicht, vielleicht auch schon erreicht, wenn dieses Video online geht. Und wir wollen heute ja zur feierlichen Verlosung schreiten. Und dafür haben wir uns hier ein extra notariell beglaubigtes Werwolf-Coins-Säckchen ausgeräumt. Und da werden wir jetzt gleich die Loszettel reinwerfen. Händisch zu später Stunde von mir vorbereitet. Vielleicht sollte man dazu sagen, der Weg rechts rum und links rum ist ausgeschlossen. Also Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, das muss man noch notariell dazu sagen, ganz genau. Ja, alle Einsendungen, die rechtzeitig eingegangen sind, beziehungsweise korrekt abgegeben wurden, sprich YouTube-Video entsprechend kommentiert mit Ich würde mich freuen über Twinit, Africana, Kobold oder Luxor. Eines dieser vier Spiele musstet ihr uns nennen. Und wir haben natürlich gesagt, schreibt uns doch auch, seit wann schaut ihr uns, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden und was gefällt euch? Dadurch haben wir schon tollen neuen Input bekommen. Das muss man auch sagen. Ja, also ich würde sagen, die Chance, Twinit zu gewinnen, ist tatsächlich am größten. Denn hier, ich mache hier mal meine Loszettelchen rein, haben nur 5 tatsächlich Interesse daran bekundet. Das heißt, die Chancen für diese 5 stehen ziemlich gut. Ja, aber nicht für alle 5, sondern nur von einem von den 5. Ja, aber die Chancen sind trotzdem besser als bei Luxor, Kobold oder Afrikaner. Ja. Super, jetzt müssen wir mal mischen hier noch. Mission is possible. Genau, das ist hier. Wir hatten eigentlich geplant, eine attraktive Losfee anwesend zu haben. Nur leider waren es weniger als 100 Teilnehmer. Es waren zwar 77, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber die Losfee hat gesagt, erst ab 100. Fürs nächste Gewinnspiel dann halt. Sie hat sich noch runterhandeln lassen auf 99. Ja. Aber das war halt nichts. Jetzt müssen wir halt mit uns vorlieb nehmen. Ich halte den Lostopf und du ziehst. Okay, mach mal abwechseln. Machen wir mal bei dem. Und dann abwechseln, jetzt bei genau. Ja, genau. Ich habe ja gemischt. Zieh einmal kräftig, oder wühle einmal kräftig, ziehe ein Los heraus. And the winner is... Sandmann24. Herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus. Wir werden natürlich Kontakt zu dir aufnehmen. An dich geht dieses kleine Exemplar Twinit. Wir wünschen jetzt schon mal viel Vergnügen und kontaktiere uns doch einfach unter der E-Mail-Adresse georg@brettspielsuchtdies.de oder benny@brettspielsuchtdies.de. Wir werden auf jeden Fall nochmal deinen Kommentar kommentieren und dann hoffen, dass du dich meldest und dann schicken wir dir entweder Twinit zu oder überreichen es gerne auch persönlich auf das Spiel. Ja. Oder beim gemeinsamen Spielen. Oder das sogar, ganz genau. Wir freuen uns auf alles, was mit Brettspielen zu tun hat. So, unser Beutel ist wieder leer. Ich würde sagen, wir machen weiter. Das, als nächstes ziehst du ja. Wir machen weiter hier vorne mit Kobold von Queen Games, freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hier gibt es schon ein paar mehr Interessenten, nämlich ganze 7. Wahnsinn. So, dann schmeiße ich die hier rein. Die Wahrscheinlichkeit ja ein Siebtel. Das sind ja 14,2856% ungefähr. Einmal kräftig gemischt, lieber Georg. Oho, ich bin die Glücksfee. Ich mache auch die Augen zu, damit ich den Benny nicht sehen muss. Ja, nee, Quatsch. Hier, das ist ein Zettel. Ein Zettel habe ich in der Hand. And the winner is... Was ist das? Ruven Schürken. Jawohl, herzlichen Glückwunsch von unserer Stelle für ein Exemplar von Kobold. Auch hier gleiches Spiel, wir werden deinen Kommentar kommentieren. Schreib uns doch einfach, wenn du dieses Video siehst, eine E-Mail. Desto schneller können wir aushandeln, wo wir dir und wie wir dir Kobold zukommen lassen. Wir machen weiter in aufsteigender Reihenfolge. Das Spiel mit den nächstmeisten Nennungen wäre Afrikaner. Ah, hier tatsächlich ganze 14, die sich Afrikaner wünschen. Auch hier wieder den Losbeutel präparieren. Georg, du darfst. Das muss man ein bisschen mehr mischeln hier noch dabei. Das ist ja, es sind ja viel mehr als vorher. Das ist ja, die hängen ja alle zusammen hier dann. Das muss man richtig
zufällig machen, genau. Richtig gut mischen. Und jetzt, und hier, Mission war possible. Dann ziehe ich und hier jetzt eins mittendrin raus. Da möchte ich doch nicht den, sondern den hier. Jawohl. Und das ist Mr. X. Da hat jemand zu viel Scotland Yard gespielt, oder? Ja, Mr. X. Glückwunsch, Mr. X. Für hervorragende, mit der Chance von 14% muss man erstmal gewinnen. Also 14%, da war es ja noch weniger. 14 Teilnehmer. 14 Teilnehmer, nee, das war ja. 14 Teilnehmer ist ja noch, sind ja 7% dann nur. Genau. Glückwunsch, meine Güte. Mr. X, für dich gibt's ein Exemplar Afrikaner. Auch dich werden wir kontaktieren durch Kommentar. Ansonsten schreib uns einfach eine Mail, dann geht das Ganze ein bisschen schneller vonstatten. Der Beutel ist wieder leer. Der Beutel ist leer und wir machen weiter mit Luxor. Dafür gab es tatsächlich die meisten Nennungen. Ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen. Tolles Spiel. Die anderen sind aber auch toll. Also das heißt ja nicht, also ich spiele auch gerne Twinit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich auf das Duell, auf das große Twinit-Ding in Essen. Einmal bitte mischen. Einmal bin ich ja mischen dran. Du musst mitmischen. Mischen is possible for him. So, und deswegen. Luxor hatte tatsächlich 28 Nennungen. 28 Nennungen, das ist ja nochmal weniger. Das sind ja 3,5% nur. Also meine Fresse, ja. Wenn jemand wir drücken die Daumen. Einen Fehler in der Rechnung findet, darf er ihn gerne für sich behalten. Wir sind keine Mathematiker. Okay, auch genau. Wenn gerade erst die große Rainer Knizia, Lost Cities und Keltis-Reihe online ging. Genau. Und ich habe was, ich habe einen Zettel. Ich habe einen Zettel gefunden und Smoothie, jawohl. Der Winner ist Smoothie, nicht das zum Trinken, sondern der YouTube-Account-Name. Genau. Auch hier gleiches Spiel, Glückwunsch und wir werden kommentieren und du schreibst uns einfach eine freundliche E-Mail. Und da treffen wir uns natürlich gerne zum Smoothie-Trinken dann. Also das könnten wir auch machen. Wir spielen eine Partie Luxor und trinken einen Smoothie dazu, jawohl. Aber dann möchte ich bitte einen ägyptischen Smoothie. Ein ägyptischer, okay, das gibt es bestimmt auch. Mit Sand und Skarabäen. Skarabäen, ja genau, frisch gepresster Skarabäensaft, genau. Ja, kommen wir abschließend zum Facebook-Gewinnspiel-Part. Und Facebook macht es einem ja mit Gewinnspielen gar nicht so leicht. In den Privatsphäre-Einstellungen kann man verhindern, dass jemand sieht, dass man einen Beitrag geteilt hat. Deswegen mussten wir drunter schreiben nochmal als Kommentar bzw. als editierter Text. Schreibt bitte drunter, wenn ihr den Beitrag geteilt habt. Das heißt, wir verlassen uns natürlich auch drauf, dass ihr wahrheitsgemäß geteilt unten drunter geschrieben habt. Da weniger Kommentare drunter waren als geteilte Beiträge, habe ich auch zwei Kommentare aufgenommen, wo bloß jemand geschrieben hat, wow, super geil, dass ihr ein Gewinnspiel macht. Ich bin davon ausgegangen, weil dieser jemand auch den Beitrag geliked hat, dass dieser ja teilnehmen wollte und bestimmt auch entsprechend geteilt hat. Aber teilen ist nicht immer liken. Also genau, eben. Es hört sich ähnlich an, aber die Anglizismen sind wieder da. Da war es nicht leicht. Und dann habe ich durchgeguckt, haben auch alle tatsächlich, die geteilt haben und die geliked haben, unsere Seite abonniert. Und dann musste ich tatsächlich feststellen, 6 oder 7 haben das nicht getan. Was? Sollten wir nun jemand herausziehen? So prüfen wir heute Abend oder bei Kontaktaufnahme, ob die Seite geliked wurde. Wenn das immer noch nicht der Fall ist, können wir euch leider diesen Gewinn nicht zukommen lassen. War eigentlich Teilnahmebedingung, aber wir wollten nicht so sein. Sonst hätten wir, glaube ich, 5, 6, 7 Stück tatsächlich ausschließen müssen. So sind hier 23 Zettelchen in unserem Losbuch. 23? Welche Chance ist das dann? Irgendeine Chance ist das dann. Irgendwas von bei um die 4%? Nein, das müsste. Ja, könnte sein. Knapp ja, über 4. 4% sein. Ja, 4%. Ja, ja, ja. Abgerundet 4%. Du darfst mischen. Passt. Ich. Mission is possible, genau. Ich muss da nochmal rein mit der Hand und dann hier ordentlich mal hier durchkämmen. Dann schauen wir mal. Schütteln. Ja. Jawohl. Einmal auf den Hintern geben. Ja. Und so, jetzt dann einer von 23 Glücklichen wird wohl hoffentlich vielleicht Fitzek Safehouse in den Händen halten können. And the winner is Nicole Fischer. Ja. Liebe Nicole, herzlichen Glückwunsch und Gratulation zu Fitzek Safehouse. Wir werden dich kontaktieren. Das ist natürlich auf Facebook viel einfacher als auf YouTube. Wir werden dir schreiben und dann schauen wir, wie wir da die Übergabe gestalten. Glückwunsch zu Fitzek Safehouse an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch an alle nochmal. Applaus. Glückwunsch an alle Gewinner. Nochmal herzlichen Dank für alle, die zahlreich oder für alle, dass ihr so zahlreich am Gewinnspiel teilgenommen habt. So in Summe waren es, glaube ich, 77.
Und es war schön, hat Spaß gemacht und wir steuern ja schön kontinuierlich die 1500 an. Was? Ah ja, mehr oder weniger. Ach so, ich würde sagen, ja. Der nächste große, die nächste große, größere Milestone ist die 1500, dann die 2000. Mal dann schauen, was wir da dann machen. Mal schauen, ja, genau. Müssen wir mal gucken, ob wir da was zwischenschieben. Und ansonsten war es das schon von unserem Gewinnspiel bzw. der Verlosung unseres Gewinnspiels. Hast du noch irgendwelche netten Worte? Nein, ich muss nur sagen, ich bin geplättet. So viele tolle Gewinne und dann die Gewinner können sich freuen. Ja. Ich freue mich auch für euch und natürlich, wenn es dann möglich ist, können wir natürlich auch alle mal dieses Spiel dann zusammen spielen. Finzek Safehouse, sehr schönes Spiel, also aber die anderen auch alle sehr schön, toll. Tolle Spiele gewesen oder sind immer noch tolle Spiele. Und genau. Wer uns auf das Spiel treffen möchte, kann das gerne tun, kontaktiert uns, auch wenn ihr jetzt nicht gewonnen habt, dürft ihr uns gerne treffen. Und ihr seht uns auch am Donnerstagabend, ich hoffe, ich habe die richtige Uhrzeit im Kopf, ab 16 Uhr beim Meet and Play. Ach so, okay. Ja. Ist das kein Fernsehen? Kein Fernsehen, ist okay, tatsächlich Live-Treffen. Ja? Also so richtig so mit Handschütteln und Umarmung oder wie auch immer. Da brauchen wir wieder neue Visitenkarten. Ja, ja genau. Ja. Unsere To-Do-Liste für Essen. Wunderbar, das war's von unserer Seite. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, wünschen euch jetzt viel Spaß beim Spielen und hoffe, wir sehen uns auch vielleicht auf der Messe. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.